Versprechen müssen gehalten werden, auch wenn es schmerzhaft ist. Und für mich ist das tatsächlich in gewisser Weise schmerzhaft. Dennoch halte ich heute mein Versprechen ein. Hallo und willkommen bei Watchmaxes. Ja, nein, ein Uhrenvideo ist es heute nicht. Es ist eines der versprochenen Messervideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe mich Ende letzten Jahres, muss um die Weihnachtszeit gewesen sein, hinreißen lassen zu versprechen, dass ich meine Messersammlung auf meinem Kanal zeige. Natürlich halte ich das Versprechen ein, aber ich habe nicht gedacht, dass das für mich so in Anführungsstrichen schlecht läuft. Denn bei dem ersten Video, was ich gemacht habe, habe ich zum Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme mache, netto, also Zugänge und Abgänge gegeneinander aufgerechnet, 7 Abonnenten verloren. Also echt wirklich schlecht gelaufen für meinen Kanal. Hat mich etwas gewundert. Ich habe gedacht, zum einen, dass Messer und Uhren doch bei vielen näher zusammen ist. Und zum anderen habe ich gedacht, wenn mal ein Video kommt, was nichts mit dem großen Bereich Uhren zu tun hat, dass da nicht direkt so viele abspringen, ist aber nicht so. Trotzdem halte ich mein Versprechen ein und zeige auch den Rest meiner Messersammlung. Heute geht es um meine Victorinox-Messer. Da habe ich relativ viele. Ich werde nicht alle im Detail vorstellen, sondern meine Highlights, die, die ich besonders ausgefallen halte, die ich regelmäßig nutze und was mir da an Besonderheiten aufgefallen ist. Bitte seht es mir nach, dass ich zu den meisten den Namen nicht kenne, denn die Namen sagen mir echt überhaupt nichts bei Victorinox und bei der Vielzahl, die ich habe und auch über den langen Zeitraum, wo ich sie gesammelt habe, sind mir die Namen entfallen. Also ich bitte, das in dem Fall tatsächlich nachzusehen. Und jetzt geht's los. So, das ist also meine Ansammlung von Klappmessern. Ich werde heute die Messer Schweizer Herkunft vorstellen, etwas aussortieren. Ich werde nicht alle zeigen, aber ich werde doch so einige aus meiner Sammlung euch präsentieren und insbesondere auch zeigen, warum ich genau diese Messer so interessant finde. Und warum ich mir dieses und kein anderes Modell geholt habe. So, das ist also meine Ansammlung an Schweizer Messern, beziehungsweise die beiden hier muss ich noch wegtun, weil das sind definitiv keine Schweizer Messer, das sind spanische Messer. Übrigens, das hier ist mein letzter Neuerwerb. Ich hatte euch ja meine feststehenden Messer schon vorgestellt und das hier ist jetzt noch dazu gekommen. Ein Muela mit glattem Micarta-Griff und Lederscheide, aber darum geht es heute ja nicht. In diesem Video geht es um meine Schweizer Messer und ich denke, die sind alle von Victorinox oder Wenger. Man kann sie im Groben in drei Gruppen einteilen. Zum einen die etwas größeren Messer, die ich mal zur Seite tue und am Ende vorstelle. Das sind die großen Pakete hier. Die etwas längeren Messer. Und davon habe ich dann doch so einige, wie ihr sehen könnt. Die packe ich erstmal alle zur Seite. Dann. Das ist auch noch ein größeres hier. Meine Güte, da hat sich doch was angesammelt. Auch das ist natürlich etwas größeres. Dann die klassische Größe, die wohl jeder kennt von den Schweizer Messern. Da habe ich gar nicht so wahnsinnig viele von. Und die kleineren beziehungsweise etwas spezielleren Messer, die ich hier habe, sowie ein Set. Und mit dem Set will ich einfach mal beginnen. Das ist ein Set, was ich in der Tat bisher kaum genutzt habe. Man sieht also auch hier, der Griff ist noch beinahe unverkratzt.
ist ein sehr schönes Messer mit allem, was ich gerne haben möchte. Schraubendreher finde ich ganz gut zum, Korkenzieher, finde ich ganz schön zum Knotenlösen, sowie ein kleiner Schraubendreher, den ich persönlich oft brauche, um eine Brille nachzuziehen, wenn der Bügel zu locker geworden ist. Eine Bohrstechnähale, ein Pakethaken, den ich oft nutze, um die Schnürung meiner Wanderstiefel nachzuziehen, weil ich mir da die Fingernägel oft bei abbreche. Schraubenzieher, kleiner Schraubenzieher, Flaschenöffner. Was ich draußen sehr angenehm finde, ist eine Säge, größere Klinge, kleinere Klinge. Also das ist so die Art von Messer, die ich mit am besten finde. Und was ich sehr schön finde bei diesem Modell, ist, dass auch ein Kugelschreiber dabei ist. Wer im Übrigen mit dem Kugelschreiber nicht so gut schreiben kann, dem verrate ich jetzt mal einen Trick. Man kann den auch hier im Korkenzieher einklemmen und hat dann einen Stift, mit dem man deutlich besser schreiben kann. Beziehungsweise wenn man ihn etwas länger reinpackt, dann hat man hier wirklich einen Stift, den man auch anfassen kann und mit dem man auch wirklich etwas schreiben kann. Und das hält auch, wie ihr seht. Na, kann man das sehen hier irgendwie? Da kann man es, glaube ich, sehen, ja. Das ist also die Variante der Schweizer Standardmessergröße, die ich am schönsten finde, auch wenn sie aufgrund der Dicke und des Gewichts in der Hosentasche etwas aufträgt. Das Ganze ist auch noch mit einem Paket versehen. Hier Thermometer, Lupe, Kompass. Wie gesagt, habe ich so echt noch nicht gebraucht. Kleine Taschenlampe dabei. Ganz nett, aber für mich eigentlich mehr Spielerei als praktischer Nutzen, weil für Kompass und Taschenlampe habe ich dann doch andere Sachen. Das Ganze in einer Tasche, die sich am Gürtel befestigen lässt, weil das ist doch etwas zu viel, um es permanent in der Hosentasche zu tragen. Meine aktuellen Lieblingsmesser im täglichen Gebrauch sind das hier. Das ist im Prinzip die gleiche Ausführung ohne die Extras wie Zahnstocher, Pinzette und Messer, aber ebenfalls mit einer Säge, Schraubenzieher, Dosenöffner, kleine Klinge, große Klinge, Korkenzieher, Pakethaken bzw. Schnürhaken und Bohrstechale. Das Ganze mit Holzgriffen, richtig schön, aktuell eines meiner Lieblingsmesser und eigentlich permanent in der Hose. In die gleiche Richtung geht das Wenger. Das ist, wenn man es nebeneinander hält, etwas kleiner und auch etwas schmaler, weil es keine Säge hat. Es hat nur die große und keine kleine Klinge dafür. Auch das finde ich sehr praktisch, eine Mini-Feile, weil ich mir doch relativ häufig mal einen Nagel einreiße. Sehr, sehr praktisch. Was ich bei Wenger interessant finde im Vergleich zu Victorinox, das ist das Thema Schere. Denn zum einen finde ich den Mechanismus bei Victorinox mit dem massiven Bügel wesentlich besser und deutlich stabiler als diese doch etwas sperrige Feder bei Victorinox. Dafür finde ich aber die Scherenklingen bei Victorinox viel feiner und schärfer als die etwas groben bei Wenger. Man kann das, glaube ich, hier sehen. Die sind auch etwas gezahnt hier. Das finde ich nicht so schön. Insofern haben beide Scheren ein Für und Wider. Am Ende bevorzuge ich aber die Victorinox-Schere, weil sie einfach feiner schneidet, auch wenn dieser Mechanismus bei mir schon mehrfach gebrochen ist, wohingegen dieser hier so aussieht, als wäre er für die Ewigkeit gemacht. Das ist ein Messer, was ich mir ausschließlich wegen der Optik gekauft habe, mit den durchsichtigen Griffschalen. Ich finde es klasse, mir gefällt das sehr gut. Hat ansonsten die gleiche Ausstattung wie dieses hier, mit der Ausnahme, dass wir hier keine Feile haben, sondern ein kleines Messer.
Ansonsten exakt die gleiche Ausstattung. Die Alox-Messer, also mit den Aluminiumschalen, haben eine fantastische Optik, sind super unempfindlich. Ach, das ist jetzt etwas verklebt, damit habe ich zuletzt Obst gemacht. Das müsste ich nochmal sauber machen. Ist ein sehr kleines Messer, nur Klinge, wenige Werkzeuge. Dieses hier ist im Prinzip das gleiche. Allerdings hat das Ganze dann wieder eine Schere, die ich persönlich sehr, sehr gerne habe und auch relativ häufig nutze. Ansonsten haben die Alox-Messer leider auf der Rückseite weder Korkenzieher noch Schraubenzieher noch Stechaal oder sonst irgendwas, was die Messer dann mit einem erträglichen Gewicht ausstattet, weil die doch ansonsten relativ schwer sind. Das hier ist eines meiner absolut ältesten Messer. Man sieht es schon. Ich glaube, das Messer ist, lasst mich überlegen, mittlerweile fast 30 Jahre alt. Und das Ganze kann man sehen, dass hier also alles relativ leicht schon aufgeht. Man kann auch den Korkenzieher leicht überspannen. Es ist aber sehr, sehr lange in meinem Besitz und funktioniert immer noch, hat kein Klingenspiel, weil ich damit auch nicht hebel oder breche. Man kann es hier an der Kante sehen, damit hat ein Freund von mir mal versucht, eine Bierflasche zu öffnen. Da musste ich die Griffschale etwas nachschleifen, um die Scharten rauszubekommen. Es hat also schon relativ viel mitgemacht, hat auch den Kugelschreiber drin, den ich sehr mag, hat eine Säge. Interessant, dass ich das Messer aktuell nicht so häufig benutze wie dieses hier, obwohl das weder Zahnstocher noch Pinzette noch Kugelschreiber hat. Ansonsten sind die ziemlich identisch, aber ich mag die Holzanmutung einfach richtig gerne, weswegen das im Augenblick häufiger in der Hosentasche ist als das, obwohl das hier in Anführungsstrichen mehr kann. Das ist ein Wengermesser, was ich unbedingt einmal ausprobieren wollte, und ich muss sagen, das Ding ist echt eine richtige Enttäuschung. Lasst mich aber erst mit dem anfangen, was ich mag. Es hat eine Säge, und zwar eine größere, stabilere, breitere Säge, finde ich gut. Wie die meisten Wengermesser eine Feile, prima Klasse. Es hat die üblichen Werkzeuge, die man erwarten darf. Es hat einen Korkenzieher, es hat eine Stech- und Nähale, keinen Pakethaken, insofern alles gut. Die Griffschalen hier sind sehr schön. Dadurch rutscht das Messer nicht, es liegt gut in der Hand. Was es aber hat und was das Messer in meinen Augen zu einer kompletten Fehlkonstruktion macht, es hat, obwohl es eines der kleineren Messer aus der Victorinox-Wenger-Linie ist, eine feststellbare Klinge. Und dafür muss ich mal ein kleines bisschen ranzoomen, um euch das zu zeigen. Hier könnt ihr die Rückenfeder sehen, wie sie gleich etwas hochkommt. Seht ihr das? Da geht sie hoch. Hier haben wir einen Zwischenstopp. Und dann rastet die Klinge ein und steht fest. So weit, so gut. Aber der Feststellmechanismus wird über diesen Haken hier gelöst. Und dieser Haken ist genau auf dem Bereich, wo ich zugreife, wenn ich mit dem Messer arbeite. Entweder komme ich versehentlich drauf, das ist das ganz Blöde, oder aber er drückt in den Finger, je nachdem wie ich das Messer anfasse, er drückt in die Hand. Wenn ich nach vorne rutsche auf dem Griff, bleibe ich schon mal dran hängen. Absolut idiotisch gemacht. Und ich muss es wirklich hier zusammendrücken, um die Feder auf der Rückseite nach oben zu drücken. Könnt ihr es sehen? Da kommt die Feder hoch. Hier unten drücke ich und da kommt die Feder hoch. Und dann kann ich die Klinge zusammendrücken und zumachen. Und die Nase steht wieder hoch. Habe ich noch nie in der Praxis genutzt, finde ich einen absoluten Blödsinn.
und würde ich mir nie wieder kaufen. Es gibt exakt das gleiche Modell, auch ohne Feststellmechanismus. Und das wird definitiv eventuell mein nächstes Messer sein. Aber so einen Blödsinn hier werde ich mir nicht mehr kaufen. Dann gibt es noch, ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen, die sogenannten Swiss Cards, ein Werbegeschenk. Insofern schaue ich mir das an, was kein Werbegeschenk war. Wunderschön, passt sogar in die Scheckkartenfächer eines Portemonnaies mit Kugelschreiber, mit Pinzette, mit Zahnstocher, mit Nagelfeile, mit einer kleinen Klinge, in der Tat eine wirklich kleine und gewohnt scharfe Klinge, sowie einer kleinen Schere. Kann man sogar einigermaßen mitarbeiten. Richtig nettes Teil, dazu dann noch ein kleines Lineal. Finde ich ganz spaßig, habe ich ganz gerne. Hat sogar meine Frau in ihrer Handtasche eins, was sie immer dabei hat. Also das sind wirklich nette Teile. Das hier ist eines der Messer, von dem ich sagen muss, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ist das in der Tat, glaube ich, so ziemlich alles, was ich an Messer brauche. Ich habe eine Mini-Schere, wenn mal ein bisschen Haut übersteht, ein Faden oder eine kleine Schnur zu durchtrennen ist. Ich habe ein Ultra-Mini-Messer, was mir, wenn ich rundherum schneide, sogar reicht, um einen kleineren Apfel zu teilen. Ich habe was, wenn ich mir einen Nagel eingerissen habe. Ich habe Zahnstocher, Pinzette. Mega klein, aber reicht mir in aller Regel in der Stadt vollkommen aus. Und das hier ist im Prinzip das gleiche Messer in Bund. Das hier ist ein etwas besonderes Messer mit Klinge und Nagelfeile und Schere. Aber was dieses Messer so besonders macht, ist, es hat einen USB-Stick. In Zeiten von Online-Speicher, Handys und Cloud-Speicher braucht das kein Mensch mehr. Daran seht ihr, dass das auch schon eines der älteren Messer von mir ist. Ich fand es ganz spaßig und habe es einfach aufgehoben, weil ich da Spaß dran habe. Hier haben wir ein etwas größeres der kleineren Messer mit Kreuzschraubenzieher, Kapselheber, Klinge, Nagelfeile, kleine Schere und ebenfalls ein Kugelschreiber und wahrscheinlich, nee, das geht sogar noch da, mit einer kleinen Lampe, um Licht zu erzeugen. Spaßiges Ding, ist aber auch so gut wie nie im Einsatz. Was aber öfter mal im Einsatz ist, ist dieses Messer. Denn wenn das Messer hier zu dick und zu schwer ist, zum Beispiel bei einer dünneren Stoffhose, bei einer Anzughose und so weiter, ist dieses Messer wirklich ideal. Es ist extrem simpel gehalten, hat eine kleine Klinge, eine etwas größere Klinge, die aber für Apfel, Birne, Obst, kleinere Gemüsesachen völlig ausreicht. Und das ist so ein Gentleman's Messer, was immer in die Hosentasche passt und aufgrund der nicht vorhandenen Dicke, es ist sehr, sehr flach und der wirklich fein gerundeten Ecken super in jede Hose passt. So, das waren jetzt die kleineren. Jetzt schauen wir uns noch ein paar der größeren an und fangen mit einem absoluten Brecher an. Da muss ich wieder ein kleines bisschen rauszoomen, dass man auch was von dem Messer sieht. Das hier ist ein absolut mega stabiles Messer und ihr könnt es anhand meiner Hände sehen. Das ist schon klasse. Das hat, glaube ich, eine Klingenlänge von 9 cm. Ist sehr scharf geschliffen, hat die Alox-Griffschalen, einen nicht versetzbaren Clip, eine Backlock-Orientierung und also das ist schon wirklich schwer und ich habe einen 9er Handschuh, ihr könnt sehen, es steht hinten über, ich habe vorne noch Platz.
ich würde mal behaupten, mindestens bis 10,5 Handschuhgröße kann man dieses Messer ganz locker und bequem halten. Die Griffmulden stören nicht. Der Guard hier vorne schützt schön gegen das Vorrutschen auf die Klinge. Aber es ist ein sehr schweres Messer, wirklich am besten mit dem Clip zu tragen, so lose in der Hose, wäre mir das definitiv zu schwer. Ein weiterer ähnlicher Brecher sind die Swiss Tools. Hier haben wir von Victorinox ein Swiss Tool mit der typischen Zange. Und den klassischen Instrumenten wie Schere, Feile, Kreuzschraubenzieher, Säge, Klinge. Und das Gute hierbei ist, obwohl die Klinge feststellbar ist, hier über diese Schieber nach unten ziehen, dann wird sie entriegelt, darf dieses Messer völlig problemlos geführt werden, weil sich die Klinge nur zweihändig öffnen lässt. Anders als beim Leatherman Wave zum Beispiel, wo sich die Klinge einhändig öffnen lässt und feststellen lässt, darf dieses Messer öffentlich geführt werden und fällt nicht unter das Trageverbot. Dabei sind noch ein Bit-Einsatz sowie ein Bithalter mit kurzem und langem Hebel, sodass man auch mal wirklich kleinere Reparaturarbeiten damit gut erledigen kann. Das Ganze ist relativ schwer, selbst am Gürtel ist es relativ schwer. Ich transportiere das, wenn überhaupt, nur im Rucksack, in der Tasche, also ganz, ganz selten wirklich an der Hose. Das ist mir einfach deutlich zu schwer dafür. Ein Stück, was ich ausschließlich zu Sammelzwecken habe, ist dieses Teil. Das ist eines der Messer, wo ich glaube nicht alles, aber fast alles verbaut ist, was Victorinox jemals so in Messer verbaut hat. Natürlich die Säge, natürlich ein Bithalter mit einem kleinen Vorrat an Bits, die beidseitig ausgestattet sind, sodass man hier drei Teile mit jeweils zwei Seiten, also sechs Größen hat und hier nochmal zum Drehen insgesamt acht Größen, die man als Schraubendreher mit den entsprechenden Bits verwenden kann. Zusätzlich gibt es dann noch den typischen Phillips-Schraubendreher. Es gibt eine Lupe, wobei man sich mit gutem Recht fragen kann, was will man hiermit machen? Feuer dauert ewig. Zum Lesen ist das ein wirklich nicht besonders großer Spaß. Aber wir haben eine Lupe. Was ich auch ganz interessant finde, ist diese Zange. Hiermit kann man mal kurz etwas zusammendrücken oder auch einen Draht festhalten, wenn man ihn biegen will. Habe ich sogar hin und wieder schon mal benutzt. Finde ich ganz witzig. Eine Sheepfoot-Klinge finde ich aber, wenn man damit wirklich einen Pferdehuf bearbeiten will, a zu klein und auch den Griff zu groß. Insofern ist das ein nettes Gimmick, aber nicht wirklich praktikabel, ähnlich wie auch dieses Messer zum Abisolieren. Das Ganze ist eigentlich zu nah an dem sehr breiten Griff, aber ihr seht, dass hier mehrere und sehr unterschiedliche Klingen verbaut sind. Was ganz schön ist, ist hier die, ich glaube, das ist eine Metallsäge, habe ich auch schon benutzt, sowie die Raspel auf zwei Seiten unterschiedlich gekörnt. Ihr könnt sehen, dass hier also, ich mache jetzt nicht alles, eine Sache mache ich noch auf, weil ich die wirklich witzig finde, und zwar diesen Spatel hier.
Ich kenne sowas eigentlich nur aus der Schule vom Chemieunterricht, wo man irgendwelche Substanzen zugemischt hat, umgerührt hat. Echt witzig, echt spaßig. Gebraucht habe ich das ehrlich gesagt noch nie. Auf der Rückseite haben wir wieder die Bonnet-Stechale, wir haben den Pakethaken, wir haben den Korkenzieher, aber wir haben noch zwei weitere Instrumente. Und zwar einmal einen sehr kleinen und sehr flachen Schraubendreher, sowie, und jetzt muss ich gucken, ob ich das aufbekomme hier, einen kleinen Meißel, um Holz abzusparen. Das ist auch was, was ich hin und wieder mal brauche, oder wenn sich Kleber irgendwo festgesetzt hat, damit kann man das sehr sauber abkratzen. Das ist ein ganz nützliches Teil, das würde ich mir in der Tat öfter mal an einem Messer wünschen. Insgesamt aber ist dieses Messer, wie die meisten dieser großen Sammeleditionen, viel zu schwer, um es mitzunehmen. Auch wenn ich den Kuli hier einspanne, das kann ich nicht mehr halten zum Schreiben. Das ist einfach zu dick, zu schwer. Aber es ist einfach schön, sowas zu haben. Ich glaube, preislich liegen die mittlerweile bei über 160 €. Also man muss schon einen gewissen Spleen haben, um sich so etwas zu gönnen, schön zu finden und zu nutzen. Kommen wir zu den Messern, die ich tatsächlich auch regelmäßig nutze. Das ist zum Beispiel eines dieser Messer, die ich regelmäßig nutze. Relativ flach und hat einen ganz begrenzten, engen Einsatzzweck, und der besteht darin, es sich gut gehen zu lassen. Ach, ich müsste meine Messer mal wieder sauber machen. Hier haben wir einen Korkenzieher, um eine schöne Flasche Wein aufzumachen. Zu einer schönen Flasche Wein gehört dann auch gerne ein schönes Stück Käse bzw. ein paar getrocknete Tomaten oder gefüllte Oliven aus dem Glas, und das Ganze dann gerne noch versehen mit einem leckeren Baguette oder einem Pain. Und hier kommt dann die Klinge mit Wellenschliff zum Einsatz. Das ist also mein bevorzugtes Picknickmesser, weil ich hier alles das machen möchte oder alles das machen kann, was ich bei einem Picknick gerne machen möchte. Wie gesagt, ganz spezieller Einsatzzweck. Wenn ich ein größeres Messer brauche, unterwegs bin, nehme ich meistens dieses hier. Diese Variante gibt es auch mit einem Daumenloch zum Einhandöffnen, darf dann nicht mehr geführt werden, weil die Klinge durch den Liner feststellbar ist. Auch hier wieder sehr flach, sehr einfach gehalten. Neben Pinzette und Zahnstocher nur eine Funktion, eine große Klinge, die aber gut dimensioniert ist, ausreichend groß. Es liegt gut in der Hand und drückt nicht in der Hose. Wirklich klasse. Das ist ein Messer, was ich sehr gerne mag, mit einer Einschränkung. Die Ahle lässt sich fast nicht bedienen und auch andere Werkzeuge gehen sehr, sehr stramm, was bei Victorinox leider immer mal wieder der Fall ist, dass die Rückenfedern so dermaßen stramm sind, dass man verschiedene Geräte nur unter Gefahr für den Daumennagel aufbekommt. Die Säge hier ist zum einen mit einem sehr angenehmen Winkel versehen zum Arbeiten, zudem schön groß. Man bekommt also auch einen etwas dickeren Ast mal abgesägt. Gefällt mir sehr gut. Die Klinge gehört zu den Sachen, die etwas schwerer gehen. Und ihr könnt auch hier sehen, ich benutze meine Messer. Auch das müsste ich mal wieder etwas sauber machen. Da ist ein bisschen Harz dran mit weichem Wald. Die Klinge ist feststehend und wird gelöst durch Druck auf das Symbol. Insgesamt aber ist mir das Messer zu groß und zu schwer für die Hose. Wenn ich in den Wald gehe, dann nehme ich doch meistens dieses hier mit, auch wenn das einhändig zu öffnen ist und damit dem
Führverbot unterliegt, nehme ich es trotzdem mit. Und auch hier könnt ihr sehen, es ist Harz an der Klinge. Ich war also auch damit im Wald und habe ein bisschen Harz gesammelt. Aber wenn man unterwegs ist, dann kann man hiermit wunderbar arbeiten. Und auch hier gibt es die große, sehr praktikable Säge. Ein schönes Messer, was ich relativ häufig nutze. Das ist ein anderes Alltagsmesser. Das hatten wir doch schon. Ne? Ah nein, ich hatte eben hier dieses Messer. Und erinnert euch das Picknickmesser. Und das ist die erweitertere Variante davon. Hier haben wir das Käsemesser, eine kombinierte Glatt- und Wellenschliffklinge, sowie, und auch das finde ich ganz praktisch, nicht nur einen Kapselheber, sondern eine richtige Gabel. Wenn man unterwegs ist, Pommes essen und man mag diese Plastikgabel nicht, ist man hiermit prima ausgestattet und hat seine eigene Gabel dabei. Ja, das ist ein Messer, was ich früher sehr häufig genutzt habe, heute so gut wie gar nicht mehr. Ihr könnt auch an der Säge sehen, sie hat Spuren von der Nutzung, war also tatsächlich auch im Einsatz. Hat auch ein kleines bisschen Zug bekommen, wie ihr sehen könnt. Eine Schere, die ich immer wieder gerne nutze. Einen Philips-Schraubendreher und das Ganze für einen kleinen Preis. Ich habe es bei Amazon geschossen. Es ist mit Bosch-Werbung versehen, ansonsten ein hundertprozentiges Victorinox-Messer und hat, glaube ich, 10 oder 15 Euro weniger gekostet. Und da stört mich auch der Bosch-Aufdruck nicht im geringsten. Wir hatten eben schon dieses sehr dünne, leichte Messer für alle Tage. Das ist die etwas dickere Variante mit der Ahle, einem Schraubendreher sowie zwei weiteren Werkzeugen und einer feststellbaren Klinge, die mit zwei Händen zu öffnen ist. Aus diesem Grunde problemlos trag- und führbar. Die anderen beiden Messer sind wieder etwas größere Geräte. Auch das hier nur in der Tasche zu tragen mit der Zange, mit Pfeile, Metallsäge, normaler Säge, großer, feststellbarer Klinge, ein richtiges Biest, aber wie gesagt nur in der Tasche zu tragen, ansonsten deutlich zu groß. Kleiner kommt dieses Messer daher und auch hier könnt ihr sehen, das war schon wirklich viel im Einsatz, weil es einfach auch in der Hosentasche gut zu tragen ist. Säge, Messer und an der Klinge, da könnt ihr sehen, die ist doch schon draußen im Feld geschärft worden, über Steine und Felsen abgezogen, um scharf zu bleiben. Also das ist richtig hart drangenommen worden. Die Spitze hat auch schon etwas gelitten, ist etwas abgerundet. Das ist ein Messer, was ich richtig viel im Einsatz hatte. Auch hier auf dem Rücken könnt ihr sehen, damit ist auch schon ein bisschen gehämmert worden. Also das ist hart drangenommen worden, hält aber trotzdem noch. Ja, das war Teil 2 meiner Messersammlung Victorinox. Als nächstes wird kommen die Sektion Frankreich. Ich habe nicht ganz so viele Opinel wie Victorinox, aber doch relativ viele Opinel, teilweise gemoddet, angepasst, von mir selber so zurechtgemacht, dass ich sie netter und angenehmer im Gebrauch finde. Ein paar Lajolle und noch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, freut euch drauf, bleibt gesund, erfreut euch an euren Sammlungen, ganz egal ob Uhren oder Messer, und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.